Manchmal wundert man sich, was man beim Streamen alles für Perlen entdeckt, die einem eigentlich hätten schon viel früher auffallen müssen. Eine solche Perle ist für mich Wild Wild Country, eine Doku-Serie auf Netflix. Es geht um eine Sekte oder Bewegung in den 80er Jahren und um ein Stück ziemlich absurde, aber wahre Geschichte. Bhagwan ist ein Guru aus Indien, der in den 80er Jahren in die USA kommt, nach Oregon, und dort mitten in der Pampa eine neue Stadt aufbauen will. Und zwar für seine Anhänger, die Sannyasins, also seine Gefolgschaft. Er will aus ihnen neue Menschen machen, und zwar Menschen, die nur vom Guten, vom Frieden und der Liebe geleitet sind. Und ihm folgen sie aus der ganzen Welt dorthin. Sie tragen alle rote Kleidung und verehren Bhagwan ins Unermessliche. Bhagwan hat dann auch so seine Methoden, um aus ihnen den neuen Mensch herauszukitzeln. Es gibt seltsame Eskapaden, wo sehr viele Leute nackig umhertanzen oder meditieren. Nicht weit von dort, wo diese Stadt aufgebaut werden soll, gibt es eine 40-Einwohner-Gemeinde namens Antelope. Und dass die Leute dort ja sehr skeptisch sind und mit dieser Sekte so ihre Probleme haben, das kann man sich gut vorstellen. Die Sannyasins werden also immer und immer mehr in Oregon beginnen, ihre Stadt aufzubauen, Infrastruktur zu schaffen, sich eine eigene Bank zu gründen, alles Mögliche. Letztendlich aber ihre Version vom guten Menschen umzusetzen, das scheitert so ein bisschen daran, dass die Sannyasins sich dann immer mehr mit ihrer Umgebung und auch sich selbst in die Haare kriegen. Und das nimmt dann tatsächlich absurde Züge an. Es werden Obdachlose in Bussen eingeladen, bei ihnen zu leben, um dann wählen zu gehen, damit die Sannyasins vor Ort mehr zu sagen haben. Es werden Lebensmittel vergiftet, es wird dann irgendwann zu Waffen gegriffen. Also es ist ein Konflikt, der völlig eskaliert, und am Ende steht dann die Ausweisung Bhagwans aus den USA. Wie es so weit kommen konnte, das erfahren wir in 6 Folgen von Wild Wild Country, die alle so ihre eigene Eskalationsstufe haben. Ich finde großartig daran, dass es so viel Videomaterial von damals wirklich noch gibt. 300 Stunden wurden da gesichtet, alles von Zeitzeugen, die damals mit dabei waren. Und dadurch entsteht einfach kein langweiliger Bilderteppich, auf den dann irgendwas erzählt wird, sondern alles kann wirklich ganz exakt bebildert werden. Zum Beispiel, wenn Bhagwan bei seinen Anhängern, die da alle in Rot Spalier stehen, ankommt in einem seiner, Achtung, 93 Rolls-Royce, dann hat es sehr großen Unterhaltungswert. Und gleichzeitig finde ich toll, dass so viele Porträts von Menschen geschaffen werden, die damals wirklich mit involviert waren. Allen voran Sheila, die Bhagwans Unterstützerin war, seine helfende Hand bei der Umsiedlung in die USA. Dann die Bürgermeisterin von Antelope, die uns die andere Seite wiederum zeigt. Und die Porträts, die da von Menschen geschaffen werden, sind, ja, ich möchte sagen, intensiv. Und das finde ich, ist große Doku-Kunst. Alles wird erzählt ohne Kommentierung, allein durch die Interviews. Mein Fazit ist, es ist absurd, es ist unterhaltsam, gleichzeitig ist es aber auch ein Stück wahre Geschichte, und man kann irgendwie auch eine ganze Menge lernen. Wenn man mal einen Schritt zurücktritt und überlegt, was da eigentlich passiert, dann zeigt uns diese Doku eigentlich, wie verschiedene Gruppen in der Gesellschaft aufeinander reagieren. Es gibt die einen, die eine Vision haben, die damit vorangehen wollen, und es gibt die Skeptiker, die sich dadurch zurückgesetzt fühlen. Also irgendwie, ja, Soziologie at its best in dieser Serie, die gleichzeitig unheimlich unterhaltsam ist, falls ich das nicht schon gesagt habe. Also schaut es euch einfach an und schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Serie findet, ja, falls ihr sie vielleicht auch schon gesehen habt. Ansonsten mehr Film- und Serientipps wie immer bei fredcarpet.com. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.